Hallöchen Leute und willkommen wieder zurück zu einem weiteren Part von Let's Play New Super Mario Bros. 3. In dem letzten Part, Leute, hatten wir den Normal-Exit gefunden in diesem verdammten Level hier. Ja, ich hatte fast einen ganzen Part dafür gebraucht, um den Ausgang zu finden. Aber okay, irgendwie macht das sich irgendwie dann irgendwie doch irgendwie, ne? Keine Ahnung. Ja, ich hatte außerdem den Level hier noch geschafft mit 3 Starcoins. Da steht zwar keine, also da steht nicht, dass ich Starcoins habe, aber okay, ich habe trotzdem 3 Stück. So, ich möchte hier noch kurz die 3 Starcoins finden. Ich werde das jetzt ganz schnell machen. Ihr werdet, also so, die 2 ersten sofort sehen und die dritte werdet ihr auch sehen, aber etwas länger, damit ihr wisst, wo sie sich befindet. Ja, ich sage mal, bis gleich, Leute. Okay, jetzt haben wir alle 3 Münzen errungen und für mich ist es jetzt ein Tag her, dass ich die alle gesammelt habe. Ich kann mich aber noch erinnern, dass ich jetzt hier eine halbe Stunde dran gesessen habe, für die letzte Starcoin zu bekommen, Leute. Also wisst ihr, dass das schon eine krasse Sache ist. Also, ihr habt jetzt in dem kurzen Video gesehen, dass das so recht chillig aussah, aber für den Versuch hinzukriegen, habe ich viel Zeit gebraucht. So, wir machen uns auf zur Castle. Die habe ich auch schon offscreen gespielt, um mich rein zu friemeln, um zu sehen, was hier alles ist. Und ja, dieser Level, den ihr seht, den gab es früher auch, aber der war nicht so. Hier waren anstatt diese Bomben, waren hier Kanonen, die rausgeschossen sind. Ja, und ja, ich glaube, er konnte das irgendwie nicht inszenieren, dass hier diese Kugel rauskommen. Deshalb hat er die Bomben bestimmt genommen. Ja, also ich finde, so ist es viel einfacher als früher. Früher war es wirklich schwierig, da die Bomben, also die Kugeln von jeder Seite geflogen, also von jeder Seite gekommen sind und dann einen erwischt haben und so. Naja, man kann nicht immer alles haben. Auf jeden Fall ist es trotzdem eine gute Idee, dass er das so inszeniert hat. Das hier war früher ein Schiff, hier ist es halt, sieht etwas aus wie eine Castle, aber... Naja, man kann, wie gesagt, nicht alles haben. Versprecher vor Ruin. Heute stimmt was nicht. Alla, alla! Du weg, du weg! Ich bin so schlecht! Ich bin so schlecht! Ich könnte darüber ein Lied singen, das wäre bestimmt cool. Aber ich möchte noch labern, bevor ich hier weiter spiele. Mann, was los? So, Bums. Mir ist aufgefallen, wenn ich laber und gleichzeitig spiele, dann kommt das nicht gut an.
Also wenn ich offscreen spiele und nichts dazu sage, dann geht das viel einfacher. Da muss man sich nämlich nur auf eine Sache konzentrieren. Aber auf mehrere gleichzeitig, das... Ey, das kann jetzt nicht sein! Boy! Wasch los, Herr, wasch los. Hab ich schon gesagt, dass das ein Schiff ist? Fuck it, dude! Ja, die Sprites dieses Schiffes, Leute, wurden von dem Originalspiel übernommen. Das sieht man, denn die Sprites passen sich dem Spiel gar nicht an. Ja, ich glaube, anders konnte er es auch nicht machen. Da das früher halt nicht so, also dass das in diesem Spiel nicht so gegeben hat, Mann! Hatte ich gesagt, dass dieser Level einfacher ist als früher? Ich glaube, ich habe mich geirrt, ne? Also früher hatte ich den ohne Probleme geschafft, aber hier in diesem Spiel, keine Ahnung, was hier läuft. Wie? Ne, oder? Spielentwickler, lach mich nicht aus. Nur weil du es kannst und ich nicht, ne? Das zählt nicht. Ja, der Spielentwickler, Leute, guckt uns auch jetzt zu. Er guckt jetzt auch meine Let's Plays, da er sie irgendwie gut findet und das mich sehr freut. Und euch bestimmt auch. Und er wird mich jetzt des Öfteren auslachen, weil er es so kann und ich halt nicht. Und ja. Wow. So, diesen Kugelwilli muss man benutzen, um die erste Starcoin zu bekommen. Die ist hier oben. Ich weiß gar nicht, warum das jetzt nicht geklappt hat. Ich habe auch keine Ahnung. Ist ein Scheiß, ne? Ist ein Dreck. So, diesmal probieren wir es. Ich werde weniger reden, mehr machen. Ich glaube, das... Wieso muss er genau da kommen, wenn ich darauf gehe? Auch wenn ich diesen Level 20 Mal mache und genau weiß, welche Gegner welchen Stunt ausführen, werde ich es trotzdem verkacken, dass ich einfach durchrushe, ohne zu überlegen. So bin ich. So spiele ich. Warum soll ich überlegen? Das ist doch viel zu anstrengend. Mann, geh doch weg, stirb an AIDS. So, diesen Kugelwilli, der uns hinterher fliegt, müssen wir benutzen, um die erste Starcoin zu bekommen. Ich weiß aber nicht mehr genau, warum das jetzt vorher nicht geklappt hat. Geh weg, Bombe. Wo ist der schwule Kugelwilli? Alter, willst du mich hier reinlegen oder so? Komm her, Mann. Das kann's doch nicht geben, oder? Ich kann mir gut vorstellen, dass ihr gerade euren Spaß habt, Leute, ihr Drecksäcke. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ihr mögt es doch, wenn ich fail, ne? Ich habe schon mitbekommen, so in den Kommentaren, ne? Ich krieg alles mit, glaub mir das mal. Ich krieg da schon alles mit. So, hier sollte die erste Starcoin sein, irgendwo. Nice one. Ja, auf dem zweiten Screen sieht man das jetzt auch, dass die Starcoin da erschienen ist, sehr gut. Früher war hier sofort der Boss gekommen, aber der Typ... Der Entwickler hat es etwas erweitert, damit wir unseren Spaß hier haben können. Und ja, ich bin kein Fan davon, was er jetzt gemacht hat, dass es fies ist. Und dreckig und fies. Habe ich schon fies erwähnt? Ja, hier laggt es außerdem sehr viel. Das liegt daran, dass hier sehr viel abläuft im Level, ja. Und die Framerate, ja, nicht mitkommt. Ja, nicht hinterher kommt, whatever. Das liegt natürlich auch an meinem Laptop, der das alles nicht schlucken kann. That's what she said. Schlucken, versteht er? So, hier muss man aufpassen, bis die Dinger hier rausgespritzt kommen. Whatever. Und dann einfach mal... Boah, ich bin so schlecht, ey. Warte, ich hatte irgendwo ein Safe Set hier gesetzt. Kann das sein? Warte. Hier war's. Okay. Komm. Ach komm, Mensch. Nein, wir dürfen nicht klein werden. Okay, eigentlich schon, warte. Ich denke, gibt es irgendwo etwas... Ist das ein Scheiß? War es 6, war es 7, war es 5? Es war 5. Er hat es so blöd gemacht, der Spielentwickler. Und ich habe es nochmal falsch gemacht. Seht ihr, was ich meine? Ich vergesse immer, was man... Wie man es richtig machen soll. Einfach, da ich keinen Bock habe zu überlegen. Da das einfach viel zu anstrengend ist. So. Hier jetzt die Blumen. Alter, du bist so ein Drecksack.
Okay, trotzdem haben wir uns zum Super Mario verwandelt. Super Mario klingt voll dumm. Okay, wir haben uns jetzt hier durchgeschaufelt. Durchgeschaufelt klingt auch wieder behindert. So. Okay, okay. Da ist ein Stern. Den sollte man nehmen. Den sollte man auch nehmen. Nein, du Sack. Ich weiß nicht mehr genau, wie er das gemacht hat mit dem Stern hier. Irgendwie sowas, ne? Oh, komm! Komm her, Stern. Du bist ein dreckiger Stern. Ja, also von selbst würde ich, ganz ehrlich, nicht hier raufkommen. Aber okay, ist ja gut. Ich informiere mich ja immer meistens, wie das alles geht in dem Level, die noch kommen werden. Damit ihr euch nicht kaputt lachen müsst über mich, da ich das nicht mag. Hallo? Ah, okay. Ja, man muss warten, bis der Stern vorbei ist, bis diese Tür hier aufgeht. Oder bis man die Gegner kaputt hat. Eins der beiden. What the hell? Das wusste ich nicht. Also das hier habe ich mir nicht angesehen, wie der Spielentwickler es gemacht hat. Da ich mir gedacht hatte, dass ich das auch selber kann. Aber irgendwie kann ich es nicht selber. Muss ich den jetzt reinlegen, damit der... What the fuck? Allah, bist du des Wahnsinns? Perfekt. Bitch, please. Boy. Diese verkackten Starcoins, Leute. Ich könnte ausrasten. Warum sammle ich diese Teile überhaupt? Keine Ahnung. So, probieren wir das etwas zivilisierter zu machen. Diesmal, ja. Ja, eigentlich kann ich den Teil ja schon recht gut, da ich den gestern des Öfteren versucht hatte. Ja, ansonsten würde es nicht so leicht werden, denn, ja. Komm jetzt, du Sack, Sack. Ach ja, noch eine Frage an den Spielentwickler. Allah, benutzt du die Software TAS, um dir... ein paar Sachen hier zu ändern, oder wie machst du das? Also, das geht gar nicht, wie du das so spielst, ne? Also, ich denke, du hast da schon etwas geändert, dass das Spiel flüssiger läuft beim Spielen. Also, du weißt ja diesen Bearbeitungsprogramm TAS, also das Ding, kennst du bestimmt, todsicher. Und ich wollte mal fragen, ob du das so benutzt in deinen Dingern. Denn das sieht alles viel zu flüssig aus in deinem Walkthrough, whatever. Komm jetzt. Leute, was haltet ihr davon, wenn ich hier mal ein Safe-Set setze, ne? Ist das mal eine Idee? Komm, also mir gefällt's. Mir gefällt's. Auf 4, ja, auf 4. Ich glaube, das kann man machen. Auf 4 ist immer gut. So. Ah, ich vergesse immer, dass diese Teile von da oben runter gesprungen kommen. Ja, die springen. Ja, ich werde klein, bestimmt. Whatever. I don't fucking care, dude. I don't care, I so don't care. Dum 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 dum. Was soll, wozu dient diese Ranke jetzt, Mann? Keine Ahnung. Ey, wir haben ja alle Starcoins nicht. Uns fehlt nur noch eine. Komm runter, Mann, roter Mann. Ach. Ach. Nee, muss ich mal verlieren. Der Typ hat es genau so gemacht, wie man es nicht machen soll. Warum gibst du mir hier einen Minipilz, Spielentwickler? Du weißt genau, dass man den hier nicht braucht. Du bist ein Drecksack. Jetzt müssen wir das wieder machen. Okay, diesmal probiere ich den Super Mario zu behalten. Super Mario klingt voll blöd. Wer benutzt heutzutage noch Super Mario, ey? Warum nicht einfach Mario oder Mariline, whatever? Ey, wie ist Mario aber auf weiblich, also auf der weiblichen, der weibliche Name von Mario? Das kann's nicht gehen. Nö, wir machen's jetzt so, bis ich den verkackten Scheiß hier behalte. Nein, nein, nein.
Ich mach's nicht mehr. Wenigstens in seinem Normalmodus muss er bleiben. Ansonsten spiele ich da nicht mit. Nicht mit mir, Spieleentwickler, nicht mit mir. Ja, das sollte reichen. Komm jetzt schnell runter. Nein, das wird nicht reichen, oder? Das wird nicht reichen! Okay, wenn wir sofort springen. Oh, dieser verkackte Walljump, Mann. Dum, 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 dum. Da mach doch diesen verdammten Walljump, du Sau. Ja, komm, werd klein, du Sau. That's what she said. Und dann springt er nicht runter. So, wir sind groß. That's what she said. Wird das ausreichen? Glaubt ihr es? Ich bin mir da nicht so sicher. Ich hab da so meine Zweifel. So, endlich. Ja, diesen Teil des Levels hat der Spieleentwickler auch selber gemacht. Den gab es auch früher nicht. Ja. Nicht besonders. Gibt's viele Münzen und so, aber... Nein, nein, das kannst du doch nicht bringen. Den Panzer braucht man, um die dritte Starcoin zu erlangen. Und der ist... Das kann doch nicht sein. Nee, wir... So, diesmal nochmal, aber probieren wir es diesmal anständig hinzubekommen irgendwie. Diese verdammten Goombas, warum müssen die genau hier stehen? Um bestimmt mich bei meinem Dings hier zu stören. Naja. So, jetzt sollte der Panzer nochmal da sein, wo er vorhin war. Ja, ja, sehr nice. Und, wow. So, wie treffe ich den jetzt am besten? So? Ach komm, der... Ah. Hätte ich den mittleren getroffen, dann müsste ich den letzten nicht nochmal nehmen. Naja. Ich bin ja kein Pro, von daher ist es ja egal. Kann ich mir den Spaß hier erlauben, Manfred? Was los, Mann? Komm her. Ich wollte auf den letzten, nicht auf den zweitletzten. Nein, 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 nein. Panzer, hör auf mich hier reinzulegen. Das wäre voll uncool von dir, ne? Das wäre so richtig dreist sogar. Was? Oh, warte, 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 warte. Hier wird ein Savey gesetzt. Hier wird ein Savey gesetzt. Sofort Savey setzen. Blöd, doof. Was jetzt? Alla. Hab ich es jetzt verkackt? Komm, das kann doch nicht sein, Mann. Nein, ich hab's nicht verkackt. Sehr gut, ich dachte schon. Ich hab's doch verkackt. Was? Ah, Mann, dann spring an. So geht's. Nice. Also das hat er gut gemacht. Wenn man runterfällt, muss man es nochmal probieren. Das heißt, man kann ja eigentlich so gesehen nicht sterben. Das freut mich sehr zutiefst in der Seele. Whatever. Slow-mo for the win. Naja, man kann nicht immer alles haben, ne? Yeah. Wow. Alter, sogar mit dem Spul, nach vorne Spulknopf, Knöpfchen, whatever, kann man es nicht nach vorne spulen. Bowser in Slow-Mo for the win.
Ist gut, jetzt lass mich schnell auf die Plattform springen. Hallo. So, hoffentlich geht es jetzt etwas besser. Naja, etwas. What the hell? Kann ich über den springen? Oh yeah, bitch. Das war blöd von dir, Bowser. Das war blöd. Ja, das hier können wir vorspulen. Oh, er wird zum Trockenknochen. Bowser-Trockenknochen-Skeleton. Whatever. Ja, damit hätten wir die erste Welt geschafft, Leute. Glaubt ihr es oder glaubt ihr es nicht? Ja, ihr müsst es ja fast glauben, denn wir sind jetzt in der zweiten Welt. Oh mein Gott, it's Mother Brain. So, ja. Jetzt machen wir den ersten Level, damit ihr eine Vorschau bekommen könnt, wie das jetzt aussehen wird, wie die zweite Welt aufgebaut ist, ob sie euch gefallen wird, ob sie euch nicht gefallen wird. Ey, die hat er auch von früher genommen, oder gab es die in Super Mario 3D, dem normalen New Super Mario? Ich weiß es ganz ehrlich gesagt jetzt nicht. Ey, die können mich nicht mehr so verletzen wie früher, oder? Kann sein. Also ich wurde jetzt nicht kleiner, als die mich jetzt erwischt haben, so. Ja, ich habe mir auch nicht angesehen, wo der Spielentwickler die Starcoins hier versteckt hat. Ich war viel zu faul, um das zu machen, ganz ehrlich gesagt. Und ja, probieren wir es halt ohne dieses Wissen, ohne diese Weisheit von dem Spielentwickler, das hier zu schaffen. Ich würde sie selber suchen, wenn das ein ganz normales New Super Mario Brothers wäre. Aber wirklich, das Hauptdings dieses Spiels ist es, die Starcoins zu bekommen. Wie kommst du durch dieses Kack dadurch, Mann? Schlagen sollte man den. Ja, ich brauche kein Leben. Ich habe ein Leben. Ja, früher war da so eine Musiknote, die dann einen so zum Springen verleihen konnte. Ja. Und hier hat er halt ein Versprecher. Hat er halt eine Ranke gesetzt. Das wollte ich sagen. Und wo sind die Starcoins hier? Kann ich hier rein? Nein. Nein, geh weg. Halt dich klein. So, hier kann man rein. Was denn das? Nur Münzen? Nur Münzen? Nur Münzen? Wo ist der Starcoin? Also ich weiß, dass es hier über den Wolken noch was gibt. Also früher gab es da auf jeden Fall was. Aber wie soll man hier auf sowas kommen, ne? Man kann hier nämlich nicht fliegen wie im letzten Spiel. Also wie im eigentlichen Spiel. Und ich habe keine Starcoin bekommen. Naja, was soll man da machen, ne? Das ist so, wenn der Spieleentwickler mich verarscht. Hey, Leute, der Spieleentwickler hat sich mal was Schönes ausgedacht hier auf dem ersten Level der zweiten Welt. Er hat sie so gut versteckt, es ist so unmenschlich, es ist so krass, es ist so schlimm. Wo sie sich aber finden, werdet ihr erst im nächsten Part sehen, denn es würde zu viel Zeit investieren, also es würde einfach zu viel Zeit beanspruchen, um die euch jetzt alle zu zeigen. Es ist locker einen ganzen Part wert, wenn ich es verkacke, deshalb werden wir das im nächsten Part mal machen. Und ja Leute, ich bedanke mich fürs Zusehen, gebt einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Part, Leute, tschüss, euer Bladius.